Fast 2 Dutzend verletzte Polizisten wohlgemerkt, 2 Dutzend Festnahmen, das ist die Bilanz einer ganz normalen Demo für Palästina hier mitten in Berlin. Wann ist das Ganze passiert? Gestern. Und alle reden über die Kopfnuss des Polizisten. Aber das Video kann ich dir hier nicht zeigen, das findest du in meinem Telegram-Kanal, dort kannst du es dir in ganzer Ruhe anschauen. Ansonsten sage ich herzlich willkommen bei Politik mit Kopf und wir schauen uns einfach ein normales Bild der Versammlung an, beziehungsweise des Versammlungsgeschehens. Es war in Steglitz-Schöneberg, ist gar nicht so weit weg von da, wo ich wohne. Da sind die Irren wieder durch die Straße gezogen und sie können nicht einfach friedlich demonstrieren. Dort gab es auch Leute, die Israelis sind, beziehungsweise Juden sind. Und die mussten mit Polizeischutz dort begleitet werden, weil für die einfach ein normales Laufen dort auf der Straße gar nicht mehr möglich ist. Wie die Polizei Berlin hier selbst schreibt, kam es eben wegen dieser Übergriffe auch zum Abbruch der Veranstaltung. Und zwar eine Frau, die den Aufzug begleitete, hatte eine Israel-Flagge dabei. Es kam wiederholt zu Unmutsäußerungen aus dem Aufzug heraus. Die beiden Frauen mussten von den Kollegen geschützt werden. Maskierte Teilnehmer riefen strafbare Parolen, Polizeikräfte schritten ein, es sind Flaschen geflogen und es wurde mit Füßen getreten. Die Versammlungsleitung hat dann die Teilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass wenn das Verhalten sich nicht sofort ändert, die Versammlung eben beendet werden muss. Die Versammlung wurde dann auch beendet, es sind aber 250 Personen dennoch vor Ort geblieben und haben weiter strafbare und polizeifeindliche Parolen skandiert. Ihr kennt auch sicher alle das Video, wo sie sagen, das F-Wort, ich F Deutschland und so weiter. Die Einsatzkräfte, sie sind hier weiterhin mit Flaschen beworfen worden. Sie haben dann den Platz geräumt und bei der Räumung des Platzes haben sie 7 Versammlungsteilnehmende verletzt, wie es heißt. Ansonsten gibt es 17 verletzte Polizisten, 5 Anzeigen gegen Polizeikräfte, aber 28 Strafanzeigen gegen Teilnehmer der Versammlung und 26 vorläufige Festnahmen eben bei dieser Veranstaltung. Und alle, die da mitlaufen, denen sei gesagt, ihr müsst differenzieren, ihr seid teilweise für die Auslöschung Israels und für euch ist jedes Opfer ein Genozidopfer in Gaza und das ist leider nicht korrekt. Ja, es wird Völkerrecht gebrochen, ja, es gibt auch zivile Opfer, aber immer noch mal wiederholt, die Hamas ist bereit, zivile Opfer in Kauf zu nehmen und versteckt sich ganz gezielt bei Zivilisten. Es gibt auch ganz viele Belege dafür, dass sie teilweise Mörsergranaten, wenn sie sie abfeuern, aus Flüchtlingscamps abfeuern, in Zivilkleidung. Das ist alleine schon ein Verstoß gegen Völkerrecht, denn Soldaten bzw. die Kombattanten in einem Krieg müssen erkennbar in Uniform sein, weil wenn es dann am Ende heißt, hier sind wieder Zivilisten gestorben, können du und ich gar nicht feststellen, ob das nicht die 2 waren, die den Mörser vorher bedient haben. Ich bin gespannt, wie du das Ganze hier siehst. Ich bin vor allem gespannt, was hältst du davon heute Abend? England gegen Spanien in der Stadt. Die ganze Stadt hier scheint britisch zu sein. Die Polizei hat mehr Polizisten auf den Straßen als beim Türkei-Spiel, wo Erdogan in der Stadt war. 25% mehr Kräfte sind in der Stadt unterwegs. Hauptzentrum wird wieder Breitscheidplatz Kurfürstendamm sein. Für die englischen Fans, Spanier gibt es kaum in dieser Stadt, so wie man die Meldungen hier verlautbaren kann. Bist du bereit heute Abend für den nächsten Livestream von der Straße? Wenn ja, dann kommentier doch mal unter diesem Video. Ansonsten sag mir mal, was du hier hältst von dieser Palästinenser-Demo oder für die Gaza-Demo. Es geht hier gar nicht um die Frage, bist du pro Gaza, bist du pro Israel, sondern es geht um friedliches Demonstrieren in den Grenzen, die der Rechtsstaat einer Gesellschaft eben auferlegt. Und strafbare Parolen sind eben strafbare Parolen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kommentier sie doch unter dieses Video. Lass auch ein Abo da, drück auch mal die Glocke. Abonniere mich jetzt auch bei X und bei Telegram, dann bist du immer up to date, auch wenn YouTube dir keine Benachrichtigung über eines meiner neuen Videos schicken möchte. Ansonsten gilt es, teil den Kanal, wir sind auf dem besten Weg auf die 100.000 und damit sage ich ciao, bis bald.